Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Unvi Fralmond. Ich hatte euch versprochen, euch ein Question and Answers oder FAQ Video zu drehen mit euren Fragen, die ihr mir gestellt habt. Deshalb habe ich hier mein Handy, da habe ich einige von euren Fragen notiert und ich werde jetzt einfach mal versuchen, die für euch zu beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, die werde ich dann im nächsten Video beantworten. Sagt mir auch mal, ob euch solche Videos überhaupt interessieren, ich weiß nicht, ob das für euch spannend ist. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Bevor ich mit euren konkreten Fragen loslege, wollte ich aber so ein paar Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt werden von Leuten, die nicht so regelmäßig meine Videos schauen oder die einfach neu auf meinem Kanal sind. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie ich eigentlich heiße. Also sage ich dir nochmal kurz, ich heiße Jasmin. Mein Kanal heißt aber Unvi Fralmond und ja, ich glaube, ich nenne meinen Vornamen eigentlich nicht so häufig, aber es ist kein Geheimnis, also ich heiße Jasmin. Hallo. Dann haben sich auch Leute schon häufiger gefragt, wie alt ich bin. Und ich bin gerade 28 Jahre alt geworden, also im Ende April hatte ich Geburtstag und bin jetzt also 28. Ein bisschen alt fühle ich mich, aber ist okay. Ich habe noch 2 Jahre, bis ich 30 werde. Und eine dritte Frage, die ich sehr häufig gestellt bekommen habe, ist, wo ich herkomme. Also ich bin Deutsche, so viel dürfte, glaube ich, schon klar sein. Und ich komme aus der Nähe von Heidelberg. Nicht direkt aus Heidelberg, sondern aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Dorf, was noch ungefähr so eine halbe Stunde von Heidelberg weg ist. Ja, ich bin sozusagen ein Landkind. Bin dann aber zum Studieren erst nach Mannheim gegangen, habe in Mannheim meinen Bachelor gemacht, bin dann nach Freiburg gezogen und dann zwischendrin war ich auch immer wieder in Frankreich und bin dann letztlich ganz nach Frankreich gegangen. Wenn euch meine Auswanderungsgeschichte interessiert, werde ich euch in die Infobox 2 Videos verlinken. Das eine ist auf Französisch und aktueller und ausführlicher. Wenn ihr aber kein Französisch sprecht, dann schaut euch die deutsche Version an, die ist ein bisschen älter, aber da erkläre ich auch so grob, wie ich in Frankreich gelandet bin. So viel zu den allgemeinen Fragen und jetzt legen wir mal los mit euren speziellen Fragen. Also die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, ist es sinnvoll, wenn man mit Französisch lernen beginnt, zuerst die Vokabeln zu lernen oder eher die Zeitformen oder die Grammatik? Also das ist eine schwierige Frage. Ich würde nicht sagen, dass man erst die Grammatik lernen und dann die Vokabeln lernen sollte, weil dann wirst du auch die Grammatik nicht verstehen. Du musst natürlich beides gleichzeitig machen. Ich kann dir sagen, wie ich immer gelernt habe. Also ich habe mir zum Beispiel ein Grammatikbuch gekauft. Kein super, super ausführliches, sondern eins, ja, vielleicht so dick. Eins, was einen nicht gleich erschlägt, in dem die Dinge so grob erklärt werden. Und dann habe ich mir eigene Zusammenfassungen geschrieben. Also ich bin so die wichtigsten Punkte des Buches durchgegangen und habe mir das dann nochmal einfacher zusammengefasst in meiner eigenen Sprache. Habe mir zum Beispiel auch die allerwichtigsten Verben rausgeschrieben und habe die erstmal gelernt. Also so Verben wie sein, haben, laufen, kommen, also so die aller wichtigsten Dinge, die man einfach braucht, um überhaupt eine Basiskommunikation zu haben. Und gleichzeitig habe ich mir dann sozusagen Vokabellisten geschrieben. Ich habe nicht einfach nur eine Vokabelliste genommen, die ich irgendwo gefunden habe und auswendig gelernt, weil ich glaube, das bringt nichts, sondern ich habe mir eigene erstellt. Was ich häufig gemacht habe, war, mir eine Mindmap zu machen. Zum Beispiel habe ich in die Mitte geschrieben, Haushalt. Also so, ne, in so einer Blase. Und dann habe ich so einzelne Punkte, einzelne Zweige davon abgehen lassen und habe alles aufgeschrieben, was im Haushalt für mich persönlich wichtig erscheint. Also Wörter, die ich regelmäßig benutze. Beispielsweise Kochtopf, Pfanne, Schneebesen, solche Dinge. Und das habe ich eben für alle möglichen Bereiche gemacht. Für Bildung, Familie, Freizeit, alles Mögliche, was eben für euch irgendwie relevant erscheint. Weil ihr müsst wissen, das Gehirn lernt viel besser im Kontext. Also Dinge, die euch persönlich etwas bedeuten und die euch etwas persönlich angehen, die werdet ihr sehr, sehr, sehr viel besser abspeichern, als wenn ihr jetzt einfach nur irgendeine Vokabelliste aus dem Internet nehmt und versucht, die auswendig zu lernen. Und dann habe ich es aber vor allem nicht dabei belassen, sondern, also ich persönlich bin nach Frankreich gegangen, da war ich dann sowieso natürlich den ganzen Tag von Französisch umgeben. Aber was ihr natürlich machen könnt, wenn ihr jetzt nicht gerade nach Frankreich gehen könnt, ist natürlich französische Musik zu hören, französische Fernsehprogramme online zu schauen, französische YouTube-Videos zu schauen, Filme mit Untertiteln zu schauen. All diese Dinge, ich glaube, davon habt ihr alle schon gehört. Selbst wenn ihr am Anfang noch nicht so viel versteht, macht es trotzdem. Ihr werdet merken, ihr werdet immer, immer mehr verstehen und vor allem wird euer Gehirn sich einfach an den Klang der Sprache gewöhnen. Macht es zum Beispiel einmal am Tag, wenn ihr zum Beispiel abspült, das mache ich ganz gerne. Wenn ich abspüle, dann schaue ich mir zum Beispiel ein Video an zum Spanisch lernen. Also ich lerne aktuell Spanisch. Und am Anfang habe ich gar nichts verstanden und jetzt so 3, 4 Wochen später verstehe ich schon fast alles. Also das Gehirn lernt, auch wenn ihr vielleicht selbst euch dessen gar nicht bewusst seid. Dann hat mich jemand gefragt, mich würde interessieren, welche kulturellen Institutionen du bereits in Paris besucht hast und welche du besonders empfehlen kannst. Ja, natürlich, sehr gerne. Eine kulturelle Institution, die ich sehr häufig besucht habe, ist das Rivoli Saint-Quentin-Neuf. Das heißt so, weil es in der Rue de Rivoli Saint-Quentin-Neuf liegt. Also das ist einfach die Adresse des Ortes. Und das ist so eine Art Künstlerkommune, Künstlerkollektiv. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen soll. Also es ist ein Haus über mehrere Stockwerke
Und da sind Künstler drin und machen Ausstellungen. Die wechseln alle paar Monate, also da sind nicht immer dieselben Künstler, sondern ich glaube, die können sich da bewerben und bekommen dann einen Platz und können dann dort monatelang eben ihre Werke ausstellen. Und dann kommen wieder andere dran. Und ihr könnt da einfach so reingehen. Also das ist gar kein Problem. Also wir haben schon Öffnungszeiten, aber innerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr da einfach so reinlaufen. Das kostet auch nichts. Und auf jeder Etage sind einfach unterschiedliche eben Künstler, die dort auch vor Ort sind. Also ihr könnt die Leute auch befragen zu dem, was sie machen. Und ihr könnt euch eben ihre Werke einfach anschauen. Und was auch richtig cool ist, ist, dass sie auch einen kleinen Konzertraum haben. Und samstagabends werden dort immer Konzerte veranstaltet. Die sind auch komplett kostenlos. Ihr könnt natürlich eine kleine Spende da lassen, aber müsst ihr auch nicht. Und da gibt es immer ganz verschiedene Künstler aus aller Herren Länder. Und das ist so ein ganz kleiner, intimer Rahmen. Also man kann den Leuten auch hinterher noch Fragen stellen. Und da bin ich sehr häufig hingegangen. Dann noch ein anderer Ort, den ich empfehlen kann, ist die Bellevilloise. Das ist ein Konzert- und Ausstellungsraum in Belleville. Belleville ist ein Viertel hier in Paris. Und genau, da sind verschiedene Säle, also es ist ein ziemlich großes Gebäude. Zum Beispiel gibt es einen großen Konzertsaal, in dem man auch was essen kann. Da zahlt man nicht direkt Eintritt. Ich glaube, man zahlt so 2 Euro Servicegebühr und man muss eben was essen und hat dann eben ein ziemlich cooles Konzert gleichzeitig. Wenn man sich das aber nicht leisten kann, gibt es auch noch kleinere Konzertsäle dort, in denen kostenlose Konzerte stattfinden. Und oben im Gebäude ist dann noch eine Ausstellungshalle, in dem beispielsweise Kunstausstellungen stattfinden oder Empfänge und alle möglichen Dinge. Also wirklich ein ganz großes Kulturzentrum. Man kann dort einfach auch hingehen und was trinken. Oben ist so eine Art Biergarten, ein französischer. Und genau, und es gibt eben die kostenlosen Konzerte. Und da war ich auch häufiger und das ist ein richtig cooler Ort mit einer ganz besonderen alternativen Stimmung und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ansonsten natürlich die ganzen klassischen Kultureinrichtungen habe ich auch alle gemacht, sowas wie den Louvre, ne? Und mein Favorit, was all die klassischen Paris-Sachen betrifft, ist aber das Musée d'Orsay. Also das finde ich viel besser als den Louvre, weil es ein bisschen weniger touristisch ist und da hängen die ganzen Impressionisten. Und das ist so meine Lieblingsrichtung, würde ich einfach sagen. Und es ist auch ein alter Bahnhof, das Gebäude. Also es sieht einfach total cool aus und da habe ich wirklich viele, viele Stunden verbracht. Und ja, ich würde sagen, das Musée d'Orsay ist mein Lieblingsmuseum. Ansonsten fand ich auch voll cool das Musée Rodin. Rodin war auch ein berühmter französischer Künstler. Der hat zum Beispiel den Penseur gemacht. Das ist so eine Figur, die so da sitzt und denkt. Ich kann es leider nicht so gut nachahmen, aber die kennt ihr vielleicht. Und ja, das Musée Rodin ist auch ganz beeindruckend und sehr, sehr schön. Dann hat jemand gefragt, mich würde interessieren, was du beruflich machst. Vielleicht könntest du ja auch mal über die Animalerien sprechen, die aus deutscher Sicht ja Tierquälerei sind. Also 2 verschiedene Themen. Erstmal, was ich beruflich mache und dann reden wir über die Animalerien. Also, was mache ich beruflich? Ich habe schon mal ein Video gemacht, das kann ich dir gerne verlinken, wo ich euch so ein bisschen mit zu meiner Arbeit genommen habe. Aber ich habe nicht ganz explizit gesagt, was ich mache. Ich denke aber, ich kann euch das jetzt einfach erzählen, weil ich dort eh nicht mehr so lange arbeiten werde. Und jetzt gerade bin ich ja sowieso im Homeoffice. Also ich arbeite in Paris an einer Universität und bin dort im Bereich internationale Beziehungen. Also wir sind so eine Art Abteilung für internationale Beziehungen. Wir kümmern uns also um beispielsweise alle Austauschprogramme der Universität. Das ist eine ziemlich große Universität. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Partner in der ganzen Welt. Und genau, wir sind so ein Team von 15 Leuten. Und was ich mache, ich kümmere mich viel um die Dozenten der Uni, weil Dozenten beispielsweise, die können auch Erasmus machen. Das ist dann aber kein ganzes Semester, sondern sie gehen beispielsweise eine Woche an eine Universität im Ausland und bekommen da so eine Art Erasmus-Förderung für, also damit sie eben nicht zahlen für das Hotel und für Essen und für den Flug und so weiter. Und da kümmere ich mich vor allem drum. Ich kümmere mich nicht so viel um die Studenten, so ein kleines bisschen. Also ich beantworte zum Beispiel E-Mails, aber ich kümmere mich explizit um die Dozenten. Was ich beispielsweise auch mache, ich kümmere mich auch um die Erasmus-Abkommen. Aber also ich bin nicht so weit oben in der Hierarchie. Also ich gehe jetzt nicht los und verhandle diese Abkommen, sondern die Dozenten machen das im Normalfall und schicken mir das dann zu. Und ich schaue, ob das alles so richtig ist, ob das alles so richtig ausgefüllt ist und gebe das dann zur Unterschrift, schicke dann das unterschriebene Dokument wieder zurück an die Partneruni. Und dann haben wir auch eine Datenbasis, wo ich das alles eintragen muss. Genau, sowas mache ich beispielsweise. Und was ich auch gemacht habe, ist für unsere internationalen Studenten eine Welcome Week zu organisieren. Also ja, so eine Willkommenswoche, wo wir dann alle möglichen kulturellen Veranstaltungen für die Leute geboten haben und Sportkurse und Buffets und was weiß ich alles. Also das war ziemlich cool. Ich arbeite dort jetzt seit 1,5 Jahren und werde im Sommer wahrscheinlich aufhören. Was ich danach mache, verrate ich euch jetzt noch nicht. Ich werde dann zu gegebener Zeit wahrscheinlich ein Video darüber machen.
Allgemein, die Stelle, die ich gerade habe, ist natürlich sehr administrativ und eigentlich wollte ich nie unbedingt sowas rein Administratives machen. Ich bin nicht so der Verwaltungsmensch, deshalb, ja, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in anderen Videos, ist jetzt nicht mein absoluter Traumjob und ich möchte eigentlich so ein bisschen was Kreativeres machen. Aber es war so ein guter Einstieg, um ja erstmal überhaupt so ein bisschen in die französische Arbeitswelt einzutauchen. Und Universität ist natürlich auch ein Milieu, das ich gut kenne, weil ich ja, selbst auch in Frankreich einen Teil studiert habe. Und ich habe natürlich sehr viel Französisch gelernt. Ich bin die einzige Deutsche im ganzen Team. Nicht die einzige Ausländerin, aber die einzige Deutsche. Und ich habe komplett auf Französisch gearbeitet und habe mich dadurch eben auch sehr stark verbessert. Genau, der zweite Teil der Frage betraf die Animalerien. Also eine Animalerie ist ein Zoofachgeschäft. Und ich glaube, was du von mir wissen möchtest, ist, ja, was Franzosen davon halten, wie das so ist. Also in Deutschland gibt es natürlich auch Zoofachhandel, ne? Also soweit ich weiß, sind die noch nicht abgeschafft. Aber in Frankreich sind die halt noch ziemlich altmodisch und die machen einem schon so ein bisschen Angst, wenn man da reingeht. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt da rein und da sind wirklich so Glaskästen, wo die Tiere ausgestellt werden. Also die Hunde zum Beispiel, die Hundewelpen sind wirklich einfach hinter so einem, ja, in so einem Glaskasten, sieht aus wie ein Aquarium. Jetzt nicht super, super klein, aber auch nicht super groß. Und ja, die sind da einfach auf so Stroh und sitzen den ganzen Tag rum. Und dann kommen halt Leute rein und gucken die an und oh, wie süß. Genauso wird das mit Katzen dort gemacht und Kaninchen und Meerschweinchen. Und ja, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das auch schon ein bisschen komisch, dass man das noch so machen darf, weil es wirkt schon ziemlich wie Tierquälerei. Also so 5 Hundewelpen auf 2 Quadratmeter in einen Glaskasten zu stecken, ist schon komisch. Also ich meine, die kriegen natürlich Futter und Wasser, aber ich weiß nicht, ob die da abends rauskommen oder ob die da einfach die ganze Zeit drin leben. Ich vermute schon und das, ja, ich finde auch, dass es Tierquälerei ist. Ich habe versucht, dazu zu recherchieren, aber ich habe einfach überhaupt nichts gefunden auf Google. Wenn ihr euch da ein bisschen besser mit auskennt, sagt mir mal Bescheid. Also offenbar ist es in Frankreich nicht illegal, sowas zu machen. Ich glaube in Deutschland schon. Was Franzosen davon jetzt halten? Gute Frage. Ich müsste mal in meinem Freundeskreis nachfragen. Vielleicht kann ich euch dann nochmal mehr dazu sagen. Ich vermute mal, dass die Leute da einfach geteilter Meinung sind. Es wird sicherlich Franzosen geben, die das nicht cool finden. Allgemein habe ich manchmal so den Eindruck, Tierquälerei oder allgemein das Wohlbefinden von Tieren spielt so in der deutschen Gesellschaft ein bisschen eine größere Rolle. Wir haben auch viel, viel mehr Vegetarier in Deutschland und allgemein, ja, ich habe das Gefühl, Tiere sind in Frankreich werden häufiger als Nutzobjekt angesehen. Ich will das jetzt auf keinen Fall so behaupten und irgendwie jemanden beleidigen, auf keinen Fall. Ich habe nur so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich über Tierleid spreche, dass Franzosen da jetzt nicht so emotional drauf eingegangen sind, wie Deutsche drauf eingehen. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Mentalitätssache und ja, aber ich persönlich würde das jetzt auf jeden Fall auch nicht unterstützen. Genau, dann kam eine Frage, sehr ausführlich. Kannst du bitte über Wohnungen, Essen, Schulsystem und Musik in Frankreich im Vergleich zu Deutschland sprechen? Das interessiert mich. Ja, okay. Ich weiß natürlich nicht genau, was du jeweils wissen willst, aber ich kann vielleicht ganz kurz auf die einzelnen Punkte eingehen. Zum Thema Wohnungen. Ja, ich weiß nicht genau, was du wissen möchtest. Ob vielleicht interessieren dich die Preise. Also was die Preise betrifft, wenn wir jetzt mal Paris außen vor lassen, Paris ist natürlich wahnsinnig teuer und das kann man auch mit keiner anderen deutschen Stadt vergleichen, würde ich behaupten. Vielleicht mit München, aber selbst München ist noch ein bisschen günstiger als Paris. Ansonsten ist das Mietniveau von den Preisen her ziemlich ähnlich zu Deutschland. Also wenn ihr in eine relativ kleine Stadt irgendwo auf dem Land zieht, dann zahlt ihr wenig Miete. Und wenn ihr zum Beispiel nach Lyon wollt oder so eine große, beliebte Stadt, dann zahlt ihr auch relativ viel Miete. Aber ich würde sagen, so allgemein ist das relativ ähnlich. Allgemein mieten Franzosen viel. Also klar, gibt auch Leute, die eine Wohnung kaufen, aber allgemein ist es jetzt nicht ungewöhnlich, einfach eine Wohnung zu mieten und auch sein ganzes Leben lang Mieter zu bleiben. Das ist also ja eigentlich gar kein Problem. Ansonsten sind die Mieter hier teilweise sehr anspruchsvoll. Also teilweise wollen die von dir beispielsweise, dass du einen Garant hast. Also das ist ein Bürge und meistens wollen sie dafür einen Franzosen. Was für viele Ausländer in Frankreich natürlich ein großes Problem ist. Für uns auch. Ich habe auch keinen französischen Bürgen. Deshalb versuche ich immer Vermieter zu finden, die halt nett sind und eine Ausnahme machen. Aber ja, das ist zum Beispiel sowas, was mich ein bisschen nervt. Das Problem ist, dass das französische Mietrecht den Mieter sehr stark schützt. Also wenn du erstmal jemanden in deiner Wohnung drin hast, wirst du den sehr schwer wieder los. Und deshalb sind die französischen Vermieter sehr vorsichtig. Es gibt auch sehr häufig befristete Mietverträge, also beispielsweise nur für ein Jahr. Ja, also ich persönlich hatte jetzt auch immer nur befristete Mietverträge, weil ich nie wusste, wie lange ich an einem Ort bleibe. Aber wenn wir Paris verlassen, wollen wir danach eigentlich mal länger irgendwo bleiben. Und ich weiß auch noch nicht so genau, wie wir das dann machen sollen.
Es ist nicht so einfach. Ansonsten gibt es viel Altbau in Frankreich, weil es natürlich im Gegensatz zu Deutschland wurde weniger zerstört im Zweiten Weltkrieg. Also es gibt sehr, sehr viel Altbau mit den üblichen Problemen. Also in Paris kann man auch schon mal eine Kakerlake in der Wohnung haben. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kenne Leute, die es erlebt haben. Mäuse und Ratten und so weiter gibt es ja natürlich auch häufiger mal Probleme mit. Etwas, was ich cool finde in Frankreich, auch wenn ich jetzt persönlich kein Haustier habe, ist, dass französische Vermieter einem kein Haustier verbieten dürfen. Wenn ihr beispielsweise irgendwo einzieht und ihr beschließt, dann einen Hund euch zu holen, dann müsst ihr euren Vermieter nicht mal um Erlaubnis fragen, also könnt das einfach so machen. Nur als kleiner Tipp, ich glaube, das könnte einige von euch interessieren. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man in Frankreich eine Wohnungsversicherung abschließen muss. Das ist Pflicht, ihr müsst das machen und eure normale Haftpflichtversicherung, die ihr aus Deutschland habt, beispielsweise, ist dafür nicht ausreichend. Die Frage habe ich auch schon häufiger bekommen. Das Thema Assurance d'Habitation findet man ganz viel, wenn man das einfach googelt, ist auch nicht so teuer. Also ich glaube, wir zahlen zu zweit dafür im Monat 12 Euro oder 13 Euro und dann seid ihr eben versichert im Falle von einem Wasserschaden oder wenn es brennt oder solche Dinge. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Dann wolltest du etwas über das Schulsystem wissen. Da könnte ich natürlich noch mal ein eigenes Video zu machen, aber ich kann es mal ganz grob erklären. Also in Frankreich kommt man im Normalfall mit 3 Jahren in die Schule, was jetzt für Deutsche ziemlich krass klingt. Und zwar nennt man das École Maternelle. Das ist so eine Art Vorschule, würde ich sagen. Aber es ist schon nicht so wie ein Kindergarten. Also die Kinder haben da schon sozusagen Unterricht. Ja, wie soll ich sagen? Also die Kinder sind jetzt nicht super frei in ihrem Tagesablauf. Das ist schon alles ziemlich getaktet. Sie können auch zwischendrin spielen. Aber diese Vorschulen haben definitiv einen Bildungsauftrag. Also die werden da schon so langsam auch an Lesen und Schreiben und Rechnen und also Dinge herangeführt. Also es ist nicht so wie beispielsweise ich, als ich ein Kind war, dass ich einfach nur gespielt habe mit Puppen und das war's. Sondern das ist schon eine Art von Schule. Diese École Maternelle ist keine Pflicht, soll es aber eventuell bald werden. Also Macron ist da dafür, soweit ich weiß. Aber 97% der französischen Kinder gehen da rein. Also das ist eigentlich Standard. Genau. Dann, danach kommt man in die Grundschule, so wie bei uns auch. 4 Jahre lang. Und genau, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Nur, dass die Kinder eben auch meistens länger in der Schule sind. Also allgemein in Frankreich ist Ganztagesschule. Die Kinder kommen wirklich immer erst ziemlich spät nach Hause. Danach kommt man aufs College. Das ist wie so eine Art Mittelstufe. Die geht 4 Jahre. Und das machen alle. Und nach diesen 4 Jahren macht man das Brevet, das ist sowas wie ja, Realschulabschluss, würde ich sagen, so mittlere Reife mäßig. Und danach ist eigentlich die Schulpflicht in dem Sinne vorbei. Also ab 16 Jahren habt ihr keine Schulpflicht mehr. Aber im Normalfall, ein Großteil der Franzosen macht danach weiter mit dem Lycée, was dann eben quasi zum Baccalauréat, also dem Abitur, führt. Also allgemein, das Schulsystem hier ist ein bisschen allgemeiner als in Deutschland. Also es gibt hier nicht so eine krasse Aufteilung nach Noten und so weiter. Aber natürlich gibt es Leute, die nicht das Bac machen und die nach dem College eben quasi mit der allgemeinen Schule aufhören. Die gehen dann meistens auf zum Beispiel Berufsschulen, machen eine Art von Ausbildung. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Lycées, die ein bisschen in Richtung Berufsausbildung gehen. Also es gibt da schon verschiedene Wege, aber es ist nicht ganz so breit gefächert wie in Deutschland, würde ich sagen. Und danach geht man meistens auf die Universität, wenn man ein normalsterblicher Mensch ist. Wenn man allerdings ein super, super Schüler war, hat man die Möglichkeit, eine Classe Préparatoire zu machen. Das sind so Vorbereitungsklassen und die bereiten dich vor auf den Concours. Concours heißt, das ist die Aufnahmeprüfung für die sogenannten Grand École. Das sind so die Elite-Hochschulen Frankreichs. Da gibt es ganz, ganz verschiedene, je nachdem, was du eben studieren möchtest. Und während dieser 3 Jahre wirst du eben total gedrillt auf Lernen und so weiter und bereitest dich auf diesen Concours vor. Den machst du dann und wenn du Glück hast, kommst du dann auf diese Elite-Hochschulen. Wenn du das nicht schaffst, dann waren die 3 Jahre nicht umsonst. Ich glaube, irgendwie kann man sich dann so eine Art Bachelor anerkennen lassen. Aber ja, ist natürlich trotzdem traurig, wenn man es dann nicht schafft. Genau. Und eben alle, die jetzt nicht so die super, super Überflieger waren, gehen im Normalfall einfach auf die normale Universität. Da merkt ihr aber auch schon, dass Universität in Frankreich nicht den gleichen Status hat wie in Deutschland. Also es gehen halt so viele Leute hier auf die Universität. Das hat nicht so was Elitäres. Also das Elitäre, das sind dann die Leute, die auf die Grande École gehen sozusagen. Dann hattest du noch gefragt, Musik im Vergleich zu Deutschland. Also allgemein. Da kann man einiges zu sagen. Ich würde sagen, Frankreich hat eine vielfältigere Musiklandschaft als Deutschland. Was, denke ich, allein schon daran liegt, dass Franzosen nicht so anglophil sind, also nicht so viel Englisch sprechen wie wir. Sie hören sehr gerne auch französische Musik. Das wird auch sehr stark politisch gefördert. Also es gibt hier tatsächlich im Radio eine Vorschrift, dass, ich glaube, 50%, ich schaue mal nach, wenn es nicht stimmt, blende ich es hier ein, der Musik im Radio französisch sein muss. Das heißt, wenn ihr in Frankreich Radio hört, wird euch auffallen, dass sehr, 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 sehr viel französische Musik läuft.
Ich finde das prinzipiell ganz gut. Und das hat eben auch dazu geführt, dass in Frankreich für alle Musikrichtungen Musik vorhanden ist. Also ich höre auch super viel französische Musik. Gibt's richtig coole Sachen. Frankreich ist zum Beispiel super groß in allem, was Elektro ist. Elektropop beispielsweise. Die haben sehr, sehr viele erfolgreiche DJs auch rausgebracht. Und auch Hip-Hop ist ganz, ganz groß in Frankreich. Da gibt es richtig, richtig viel. Ich werde euch mal in der Infobox einfach ein paar Links zu Bands oder Liedern, die ich gut finde, verlinken. Da könnt ihr ja da mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Meine persönliche Lieblingsband in Frankreich ist La Femme. Das ist so, ja, ich würde sagen Elektropop. Ist jetzt nicht super unbekannt, aber kennt auch nicht jeder. Und ja, ich höre das sehr, sehr gerne. Da werde ich euch mal mein Lieblingslied verlinken. Ansonsten, also ich persönlich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so ein Fan von deutscher Musik. Also irgendwie gibt es da nicht so viele Gruppen, die ich cool finde. In Frankreich gibt es viel mehr und ich höre auch einfach natürlich französische Musik, weil man dadurch super die Sprache lernt und ja, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, man hat ein bisschen mehr Auswahl als in Deutschland. Ich finde, in Deutschland gibt es sehr viel so Deutschpop, der aber auch ziemlich, das klingt immer alles ziemlich ähnlich und ja, mich persönlich kann man damit ehrlich gesagt eher jagen, aber wenn euch das gefällt, gar kein Problem. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ach ja, und das Essen hatte ich vergessen. Das Essen im Vergleich zu Deutschland. Also Essen ist in Frankreich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was soll ich dir dazu sagen? Also Essen spielt hier eine sehr große Rolle. Franzosen lieben es, über Essen zu reden. Also auch zum Beispiel bei der Arbeit in der Mittagspause reden die ganze Zeit über Essen und wie das Essen zubereitet wurde und wo das Essen herkommt. Also das ist für Deutsche manchmal ein bisschen ulkig. Franzosen haben auch ganz, ganz strenge Essenszeiten. Also beispielsweise nach dem Mittagessen machen die Restaurants erstmal zu und abends machen sie dann erst wieder auf. Das heißt, so um 16 Uhr Mittagessen ist hier nicht so, was in Deutschland theoretisch kein Problem wäre. Allgemein isst man hier auch oft mehrere Gänge. Also in Deutschland isst man ja meistens einfach nur ein Hauptgericht und das war's. Vielleicht noch ein Dessert, aber meistens nicht mal das. Und hier ist halt immer Entrée, Plat, Dessert. Was kann ich denn noch sagen? Die französische Küche allgemein ist nicht sehr vegetarierfreundlich, falls dich das interessiert. Also ich persönlich bin Vegetarier und ich habe es hier eher so ein bisschen schwer in Frankreich. Also es ist oft eben ein Stück Fleisch und dann so ein paar Beilagen. Aber alles immer so ganz fein angerichtet. Und ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr gutes Essen in Frankreich. Was vor allem ganz toll ist, ist die Pâtisserie. Also alles, was so Backwaren, Konditorei und so weiter betrifft, toll in Frankreich. Ich kann da mal ein paar Bilder einblenden von den Dingen, die ich gerne so esse. das liebe ich total und da können deutsche Bäcker meiner Meinung nach einfach nicht mithalten. Allgemein ist, was ich auch noch vielleicht sagen sollte, Essen hier auch in der Familie sehr, sehr wichtig. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man zusammen isst, dass man gute Tischmanieren hat, dass man regelmäßig isst, dass man nicht zu viel isst. Also ja, Essen allgemein ist hier ein sehr, sehr kodiertes. Also ich glaube, wir Deutschen sind einfach in manchen Dingen sehr, sehr, sehr viel lockerer, was Essen betrifft. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Allerdings muss man natürlich schon sagen, dass es in Frankreich deutlich weniger übergewichtige Menschen gibt. Also offenbar funktioniert das System. Allgemein hat sich mein Essverhalten in Frankreich auf jeden Fall auch so ein bisschen verbessert. Also ich habe früher sehr unregelmäßig gegessen und auch sehr, sehr viele Zwischenmahlzeiten. Und ja, ich habe mich da auch so ein bisschen angepasst und versuche jetzt nur noch so eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag zu haben. Franzosen nennen das Goûter, eigentlich für Kinder, aber ich mache es trotzdem. Und ja, genau, so viel kann ich zu dem Thema Essen sagen. So, das waren alle Fragen. Das Video ist wahrscheinlich ziemlich lang geworden, aber ich hoffe, dass ihr auch einiges gelernt habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst mich natürlich unten in den Kommentaren wissen. Dann kann ich die in einem weiteren Video beantworten. Vergesst auch nicht, mein Abo dazulassen und natürlich auch einen Daumen nach oben. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.